Aber es scheint zu gehen. Dachte, er kennt den Look von Emilio Sacraia. Der wird heute überrascht, denn heute sieht er wieder ganz anders aus, als man ihn kennt eigentlich. Auch wieder extrem cool, aber ganz anders. Jetzt kommt erstmal der ganz berühmte Fotocall, den kennt ihr ja immer. Weil wenn die das Foto jetzt nicht machen, ne, das wird danach nichts mehr, Leute. Dann müssen alle irgendwo schnell hin oder müssen irgendwas schnell trinken. Deswegen, oh, guck mal, wie süß. Sieht sehr gut aus. Wiederzutreffen. Es macht unglaublich viel Spaß, sehe ich gerade. Wenn ihr wisst, dass wir durch haben, dann ja. Ich glaube, manchmal ist es auch ganz schön anstrengend. Wie heißt du denn auf Instagram, damit man dir folgen kann? Sag mal ganz kurz. José Barros El Oficial. Ah, so, jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Ja, bestimmt, wenn die ein Autogramm haben, bestimmt. Natürlich, wenn dir nicht kalt, zu kalt ist, gerne. So, geiler Typ, José Barros. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Da Armini in einem wunderschönen, coolen Anzug, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Skandar! Juhu! Hallo und schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Danke sehr. Vielen Dank. So, jetzt habe ich gesehen, du hast da schon so schöne Fotos gemacht. Ich muss direkt aber trotzdem mal fragen, woher ist der Anzug? Der sieht so geil aus. Das ist von einem Designer namens Soji Solarin aus Berlin. Schick. Aber es ist nicht deine erste Premiere, oder doch? Ich hatte eine schon davor, aber die ist 3 Jahre her. Also meine erste Kinopremiere. Genau. Und wie fühlt sich das an? Ja, wie José gesagt hat, aufregend natürlich. Genau. Aber ich freue mich, dass so viele Leute hier sind. Ich bin da. Warst du vorher schon mal in Essen? Nee, noch nie. Nee, tatsächlich das erste Mal. Ja. Was ist so dein Eindruck von Essen? Schön. Ja, ich habe nur den Hauptbahnhof gesehen, aber trotzdem, bis jetzt ganz schön. Und die Leute alle super, sehen alle zaubernd aus. Oh, so sieht es wirklich aus, Freunde, das stimmt wirklich. Willst du schon Autogramme geben? Mach das. Ja, mach das. Das geht immer vor. Oder verteilst du hier Flyer für eigene Zwecke? Dann muss ich das natürlich unterbinden. Was ist das denn? Was verteilst du? Ach, eine Autogrammkarte. Ach komm, das ist ja geil. Das kenne ich gar nicht. Soll ich dir auch eine Autogrammkarte zuschicken? Nee, ne? Nee, komm, eher so nö. Das finde ich mal, das ist ein sehr guter Trick.
fertige Umschläge, Freunde. Wenn ihr wirklich Autogrammkarten sammeln wollt, das sind fertige Umschläge mit Briefmarken drauf. So, und jetzt geht's schon rein. Wen möchtest du denn jetzt drinnen treffen? Freunde oder sind andere da, von denen du weißt, also wie José, die du unbedingt sehen willst? Ja, José habe ich schon gesehen, Sebastian auch. Wir haben uns auch im Hauptbahnhof getroffen. Genau. Und Till ist leider krank. Ich bin gute Besserung an ihn, aber ich will Bühne und T-Shirt und den Rest zu sehen. Till ist ja krank, du weißt auch warum, oder? Lebensmittelvergiftung habe ich gehört. Hast du gerne Auster? Nee, habe ich noch nie gemacht. Nach dem Video von Till mache ich das, glaube ich, auch nicht mehr jetzt. Gute Entscheidung. Viel Spaß, lieber ein bisschen Popcorn. Ja. Von allen Fällen, aber so auch Bettina Lamprecht und zum Beispiel auch Emily Cox da drin zu sehen, fand ich mega witzig. Ja, absolut. Also wir haben einfach lang gecastet und haben die Best genommen. Aber du hast auch den Film schon fertig gesehen, richtig? Ja. Bist du begeistert? Absolut. Kann sich jeder drauf freuen. Ist da für dich alles mit drin, was da auch so ein Til Schweiger-Film reingehört? Ja, absolut. Man muss lachen, man muss weinen, es nimmt einen mit, berührt. Ein perfekter Film. Sehr schön. Ein perfektes Wort. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß. So, jetzt wird es langsam hier richtig voll. Ich sehe nur die Mütze, ich sehe nichts anderes. Oh, stehe ich davor? Geht es? Wie heißt du? Ich möchte nicht. Okay, Schnubbi Butz, wir müssen ein bisschen nach rechts gehen. Du musst ein bisschen so wellenartig laufen. Ich wollte nur so ein bisschen luschern, was ihr hier so macht. Vielleicht redet ihr geheime Sachen oder so. Oder Insider, in welchen Hotels ihr schlaft. Wo schlaft ihr denn eigentlich? So ganz unauffällig. Kein Kommentar. Das kriege ich noch raus für euch. Das ist kein Problem. Fragt mich nachher nochmal. Am Anfang sind sie mal ein bisschen schüchtern, aber dann. So, ich muss sagen, wirklich alle sehen bezaubernd aus. Die Männer sehen bezaubernd aus, die Frauen sehen bezaubernd aus. Und natürlich, die wichtigsten Personen überhaupt, ihr seht auch ganz bezaubernd aus, muss ich wirklich sagen. Alle, findest du? Danke. Total schön, was du auch gesagt hast. Das ist halt für einen, also dass ja jeder diese Achterbahnfahrten kennt und dass man das halt deshalb auch so gut nachvollziehen kann eigentlich. Ne? Weil es halt jedem von uns schon mal so gegangen ist, dass man, oder ist das, würdest du sagen, anders? Ich würde schon sagen, dass es anders ist. Elias! Könnt ihr mit Baby hier? Die sehen abgrundtief scheiße aus. Ja. Könntest du das machen? Warum ist es so wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen? Weil es unglaublich stigmatisiert ist und Leute, die davon betroffen sind, ich finde es auf der Schwerfeld drüber zu reden, weil sie wissen, wie man macht, dass es kann. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir das thematisieren und die Leute wissen, dass sie nicht erlauben können. Da hast du absolut recht. Was wünscht dir sozusagen jetzt von dem Film? Ich glaube, ich sieht komplett aus. Schon gesehen, oder? Was wünscht du für den Film? Von dem Film. Genau das, dass Leute sich trauen, zu gehen und merken, dass es doch eigentlich sehr präsent ist, weil wir es gerne unter den Teppich schieben, generell, wenn es um mentale Gesundheit geht, finde ich, dass wir da die Konversation öffnen müssen. Auf jeden Fall, und es ist sehr schön, dass du ein Teil davon bist. Vielen Dank, Emma.
So, keiner kommt mehr. Emilius, bitte. Wenn er gleich weg ist. Wir haben aber noch keine Frage an Emilius. Oh mein Gott. Aber ich kann mein Versprechen nicht halten. Oh Gott. Ich werde gelyncht. Wir müssen rein. Oh Gott. Einfach. Emilio. Ja. Was mache ich auch? Oh Gott. China. Emilio, du musst mir keine Frage beantworten, aber mach noch ein Foto. Noch ein Foto hier noch, bitte. Bitte. Und das unterschreiben schnell. Schnell. Emilio, gibt es irgendwas, was du nicht kannst? Ich kann nicht schreiben und reden. Okay, sympathisch, sehr gut. Du tust mir jetzt auch schnell. Ich will ja mit dir reden, aber... Ich bin ja auch nicht wichtig, aber alle wollen tausend Sachen über dich wissen. Kannst du wirklich so gut machen? Ich hab nichts aufgeschrieben wegen dir. Es hat einmal... Und kannst du wirklich so gut Parcours selber laufen? Ja, klar. Der kann total krass die Wände hochlaufen. Den ganzen Scheiß macht und hat er selber den dann Film zeigen. Das ist ja unglaublich. Wir müssen rein. Emilio! Er bleibt noch draußen. Er bleibt noch draußen. Ich muss rein. Nicht fallen lassen, ne? Ja, Emilio. So, jetzt geht es drin los mit der Weltpremiere. Was soll ich mit dem Film? Leute, viel Spaß. Wir sehen uns gleich vielleicht noch drin, wenn ihr Tickets habt. Danke, ich muss einmal kurz auf. Okay, wir geben einem einfach... Nee, geht's. Komm, Alter. Ich kann mich jetzt einfach gefunden, wo die Leute nicht kennen. Danke! Hey, hier, danke. Emilio, bitte! Danke! Okay, komm, Emilio! Emilio! Emilio, bitte! Hier, bitte, bitte! Ja! Lass uns das nicht bekommen! Nein! Nein, wirklich nicht! Wer muss laufen? Wir drei. Dankeschön! Ich will gleich heulen gleich, ne?